Hansa ist das beste Drittligateam 2021. 8 Siege aus 10 Spielen. Beim Tabellen-8. Türkgücü kommt das Team von Jens Hertel aber schwer ins Spiel. 3. Minute, Ecke Meier, Kopfball Kusic und Bentley Baxterbahn rettet kurz vor der Linie für Torhüter Kolke. Nachspielzeit der ersten Hälfte, Rostock offensiv bis hierhin harmlos, dann mal die Ecke von Bahn, die landet bei Farona Polido, der bekommt viel Platz am zweiten Pfosten und bedankt sich mit dem 1:0. 4. Saisontreffer für Manuel Farona Polido, alle mit dem linken Fuß erzielt. Türkgücü's Kusic verlängert die Ecke und Farona Polido schleicht sich im Rücken aller Münchner weg, trifft hart und platziert. Rostock nimmt den Schwung mit in die zweite Hälfte, 59. Minute. Dieses Mal Farona Polido auf Bentley Baxter. Bahn, das hat beim 1:0 umgekehrt ja schon gepasst. Jetzt nochmal. Bahn, der Exzellenzer, traf beim 2:0 Hinspielerfolg zur Führung. Das ist sein 5. Saisontor wie Farona Polido mit links ins lange Eck. Eine Viertelstunde vor Schluss die Münchner mit ihrer gefährlichsten Aktion in Hälfte 2. Niemands Schuss abgefälscht von Rother. Das Aluminium verhindert den Anschluss. 93. Minute, nochmal viel Platz für die Gäste. Der eingewechselte Omladic zieht nochmal auf und trifft zum 3:0. Hansa jetzt Zweiter, vorbei an Ingolstadt und nur noch einen Punkt hinter Dresden. Allerdings mit einem Spiel mehr als beide Konkurrenten.